Hey Freunde, lange nicht gesehen. Andi hier und herzlich willkommen zu einem neuen Andi zockt. Und heute gönnen wir uns Stay Out of the House. Ich war jetzt ein paar Wochen nicht da und ich dachte mir, jetzt wo ich wiederkomme und hoffentlich durchgängig delivern kann, gönnen wir uns direkt mal ein Puppet-Combo-Klassiker, der sehr, sehr frisch ist. Ich glaube, das Spiel ist ein paar Wochen alt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nichts dazu. Ich weiß nur, dass es 4 Mini-Episoden gibt, weil ich schon mal gucken wollte, was die Grafik angeht, etc. Und ich bin des Todes gespannt. Und ich denke, zu Halloween passt das ganz geil. Ich habe mega viel positives Feedback gesehen, was die Leute Puppet Combo geben für Stay Out of the House, und ich bin mega gespannt und ich freue mich da mit euch jetzt einzusteigen. Ich werde im Laufe des Runs, ich weiß nicht wie lange wir heute machen, aber ich will auf jeden Fall jetzt ein bisschen was davon zeigen, noch ein bisschen erzählen, wo ich gesteckt habe, etc., was alles abgegangen ist in den letzten Wochen. Ein paar von euch wissen Auszüge davon, wie zum Beispiel, dass wir in Amerika waren, etc., aber dazu gleich mehr, wenn ich reden kann, um mir die Nervosität wegzuquatschen. Wir legen direkt mal los. Passenderweise natürlich die Leertaste als Start. So, es gibt hier wieder verschiedene Videooptionen. Die gehen wir gleich einmal kurz durch. Warum ich euch, der Grund ist, warum ich euch das zeige, ist, weil ich beides auf off habe. Ich erkläre euch gleich warum, weil alles andere ist für mich und für euch auf Dauer echt zu anstrengend. Und ich will ja, dass ihr zuschauen könnt. Gerade bei dem Horrorspiel macht das auf jeden Fall aus. Und wenn man, ich habe es bei alten Puppet-Combo-Spielen ein bisschen selber gemerkt und auch Feedback von anderen bekommen, dass es teilweise je nach Spiel echt anstrengend für die Augen ist. Und das möchte ich auf jeden Fall nicht haben. Wir haben 4 verschiedene Parts. Die Nachtschicht, den Prolog, das Haus und den Bunker. Und wir werden uns heute mal die Nachtschicht gönnen. Ich habe keinerlei Ahnung, was mich erwartet. Such dir ein Schwierigkeitslevel aus. Medium, du schaffst es vielleicht nicht lebend raus. Easy, du hast eine Chance zu überleben. Gibt es auf meinem ganzen Kanal irgendwo ein Spiel, wo ich die leichteste Schwierigkeit genommen habe? Auf keinen Fall, wir nehmen Medium. Ich frage mich, ob später noch hart dazu kommt, aber wir nehmen Medium. Willst du die Nachtschicht antreten? Ich glaube, das haben wir in der letzten Zeit schon des Häufigeren gemacht, also sind wir da emotional echt gut gerüstet für. Und ich freue mich drauf, wieder mit euch jetzt ein bisschen was zu zocken. Yes, let's go! Wenn die Ladezeit es erlaubt. Ich will jetzt mal nicht sagen, dass die Ladezeit vom Spiel 3 Minuten war, bis es gebootet ist. Und ich dachte, es wäre einfach kaputt. Aber Gott sei Dank ist dem nicht der Fall. Das ist eine der Sachen. Das ist für euch jetzt sehr leise. Das ist für mich auch sehr leise. Und ich kann die Voices nicht lauter machen, ohne alles andere lauter zu machen. Beziehungsweise die ganzen Soundeffekte. Es gibt noch einen speziellen Soundchecker für Jumpscares, was ich ganz geil finde, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde es schade, dass ich Voices nicht lauter machen kann. Also, Ember sagt, okay, wann ist zu Feierabend? 6 Uhr? Willst du, dass ich abhole? Ja, es ist viel zu weit zu laufen. Oder nein, ich krieg schon eine Mitfahrgelegenheit. Es ist viel zu weit zu laufen. Ja, es ist zu weit zu laufen. As if I'll be conked out by then. Ja, als ob. Bis dahin bin ich schon komplett im Bett. I'll have a beer for you later. Also, es ist ja die Nachtschicht, also 6 Uhr morgens. Da wird sie vermutlich schon sternhagelvoll im Bett liegen. Aber ich trinke ein Bier auf dich später. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. So, wir schauen uns jetzt mal an, was die verschiedenen Grafikeinstellungen sind. Ganz kurz, das hier ist das, was ich qualitativ am besten finde. CRT hat so ein leichtes Flackern mit dabei. Das ist sehr stilistisch, aber mich macht das nervös. Und ich bin, das wissen vielleicht einige von euch, ein Migränepatient und da kriege ich voll die Krise, weil das geht gar nicht. So, VHS ist das, womit es rauskommt, sag ich mal, aber du erkennst halt einfach nur die Hälfte. Und YouTube ist nicht dafür bekannt, Sachen heller zu machen, und deswegen erkennt ihr dadurch noch viel weniger. 1999 wäre der einzige Kompromiss, den ich mit euch machen würde. Falls ihr da Bock drauf habt, sagt mir das gerne mal im nächsten Part, weil wir werden mehr als einen Part hiervon, denke ich mal, machen. Sieht aber aus wie off, nur in schlechterer Grafikqualität. Und so scheiße ist mein Rechner auch nicht. So, 1995. Das sieht aus, als wenn ich gleich mit jemandem Beleidigungsfechten machen würde. Übrigens muss ich Return to Monkey Island unbedingt spielen. Und 16 mm,
Das ist das, was die in Resident Evil 7 genutzt haben. Ist ganz okay, muss ich sagen. Hat auch so einen kleinen Aspekt. Aber ihr werdet gleich sehen, wenn ich hier in die Bumsbude reingehe, was das Einzige ist, was ich offline gemacht habe. Also off-camera eher. Wie der Unterschied jetzt ist, was die Grafik angeht. Manche finden das mit Filtern schöner. Ich würde mich mit dem 1999er Filter nochmal anfreunden. Aber ihr entscheidet das im Endeffekt. Ich mache es jetzt nur für Video 1 mal, dass ich euch nochmal zeige, so wäre der 1999 Filter, auch wenn die was ist denn los bei dir? Hör mal, ich wusste, dass ihr Fließbänder oben habt, aber an der Seite, holy shit. Okay, Texturen nehmen das wohl nicht so gut an. Nehmen wir einfach mal auf. Wenn ihr da irgendwas anderes vorschlagen wollt, schmeißt dann einfach mal gerne in die Kommentare unten rein. Wir müssen... Oh Gott, diese Texturscheiße ist ja überall. Ach du Kacke. Okay. Gut, zwei Sachen muss ich noch machen. Und zwar einmal da... Wollte ich mal gucken. Genau, und einmal die Maussensibilität runterstellen. Und zwar des Todes. Okay, nicht ganz so des Todes. Kann ich die... Wow. Kann ich die vielleicht ein bisschen Field of View, lasse ich auf jeden Fall in Ruhe. So Input, Look Sensitivity. Gehen wir mal. Oh Gott, bitte brich jetzt nicht ab, ey. Wie das Spiel einfach ganz kurz gar nichts mehr macht. Crazy. So, genug Technik-Shit, let's go. Ja, besser. So, Power Drill Massacre. Könnten wir machen, haben wir aber schon gespielt. Das haben wir schon, boah, diese glitschenden Textur. Ist aber, Moment mal, es tut mir leid, das gehen wir jetzt mal. Ist das im VHS anders? Ne, ist in VHS auch so. Was ist denn los mit euch, Leute? Ihr müsst einfach einen Text drüber packen. Egal, kriegen wir hin, Freunde. Let's go. So, wir beginnen unsere Nachtschicht. Ey, was geht ab, Cats? Du hast auch eine geile Klebefrisur, Junge. Du kommst gerade rechtzeitig. Beeil dich und klock dich ein. Ich habe ein heißes Date heute Nacht. Mit wem? Der Haube? Was ist los mit dir? Mit wem? Gute Frage. Würdest du das nicht gerne wissen? Wir haben zwar 83 Packungen Mentholzigaretten hinten, aber das verrate ich dir nicht. Komm schon, ich muss es gehen. Kannst du nicht so ein bisschen Boden wischen? Haben wir nicht eine Frauenstimme? Du bist echt ein Typ. Hey, Rick hat eine Liste von Arbeiten während deiner Schicht aufgeschrieben. Ich muss jetzt aber wirklich hier los. Oh, und übrigens, ich kann die Schlüssel nirgendwo finden. Die Badezimmertüren sind zu. Irgendwo hinter dem Müll. Fantastisch. Hey, ich will einfach nur pragmatisch sein. Also ziellösungsorientiert. Vielleicht solltest du es auch mal. Du bist eine richtige Kackbratze, ne? Ich merke das schon. So, wo kann ich mich denn hier einklocken, Freunde? Bestimmt da hinten irgendwo. Dieses Laufen... Opening. Oh Gott, Digga. Da. Hallo. Das ist meine Zeitkarte. Das ist die Clockuhr. Katsching. Okay, dieses ganze Textur rumgewabble. Es tut mir leid. Kriegt er die Krise. Aber ist das hier besser bei 1999? Okay, 1999 macht das Ganze... ein bisschen erträglicher, weil das Kantenflimmern nicht so da ist. Wir lassen es mal so. Ansonsten schmeißt ihr mir gerne was rein, weil das fand ich jetzt echt anstrengend auf Dauer. So, wir haben uns eingekloggt. Wir müssen erstmal zum Dumpster. Wie, ich kann den Store nicht verlassen. Aber ich habe eine Aufgabe, die gelöst werden muss. Und zwar muss ich den geheimen Schlüssel finden. So, die Tür ist verschlossen. Absolut fantastisch. Was haben wir hier? Das ist der Kühlraum. Eine Türe brauchen wir dafür nicht zumachen, habe ich gehört. Kann ich hier durchglitschen, ey. Texturen verarschen mich wieder hier. Raus hier. So, wir müssen den Boden noch wischen. Das ist die erste Aufgabe. Wenn ich jemals die Tür finde, um wieder in den Laden zu kommen. Hier. Und was macht ihr so mit eurem Leben? Ich wische digital den Boden, weil ich die letzten zwei Tage zu Hause nicht gemacht habe. Erzähl's bitte keinem. Oh, nee. Während wir gerade hier mal den Laden ein bisschen säubern, kann ich ja mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir waren in Amerika vor 2,5 Wochen, das wissen vielleicht einige von euch. Was einige von euch aber nicht wissen, ist, dass wir den grausamsten Hinflug der Welt hatten. Und zwar sind wir von Düsseldorf aus eigentlich nach Dublin und von da aus dann nach San Francisco, das ist an der Westküste. So. Der Flug nach Dublin, 1,5 Stunden. Easy peasy.
Vor allen Dingen im Vergleich zum Flug nach San Francisco, der einfach mal, ich glaube, 11 oder 12 Stunden ging. So, wir also so gegen mittags in Dublin angekommen, 13 Uhr. Wollen dann, weil das ein Transitflug ist, heißt, das ist beides mit derselben Airline und du musst deinen Koffer nicht abholen, da wieder einchecken, durch die Sicherheitskontrolle, ihr kennt den Scheiß, ja. Das mussten wir alles Gott sei Dank nicht machen. Wegen dem Transitflug machen die das selber und wir gehen einfach direkt in diese Übergangs-Area. Und die haben uns in Düsseldorf nur den Boardpass bis Dublin ausgestellt. Das ist normalerweise schon so ein Grund, dass du mal das Augenbräuchen hebst und sagst, Freunde, was ist denn bei euch kaputt? So, dann kommen wir da an und die sagen, ja, nice, unsere Systeme sind down. Also nur von unserer Fluggesellschaft, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, aber sie sind sehr bekannt in Dublin. Kann man gar nicht wissen, wie ich meine. Und dann haben wir erstmal gewartet. Eine Stunde. 2 Stunden. Dann kam der Flughafen, also du hast ja einmal wirklich Airline-Personal und Flughafen-Personal, die vom Flughafen selber sind. Kamen die an mit Sandwiches. Yes, good employee, freigeschaltet. Kamen die mit Sandwiches an, bis uns dann gesagt wurde, nach so 2-3 Stunden, wie kann ich den denn jetzt weglegen? So. Nach 2-3 Stunden, ja, Freunde, Arschlecken ist, heute fliegt hier keiner mehr, wir stornieren alle 52 Flüge der Airline. Das ist vom Grund auf her schon scheiße. Was muss ich denn jetzt machen? Ich muss den Badezimmerschlüssel, glaube ich, finden. Aber der hat doch gesagt, hier lag irgendwo so eine To-Do-Liste. Und dann standen wir da. Und ich erzähle gleich weiter. So, was steht denn da? Wie soll ich das denn lesen, Alter? Hey, Leute, sorry, dass die Telefonleitung nicht repariert wurde. Ihr müsst das aushalten, bis der Repariertyp kommt. Macht euch keine Sorgen, ich erwarte keine Notfälle. Ich muss euch daran erinnern, dass ihr besser die Nebenarbeiten während eurer Schicht erledigen müsst. Ich erwarte, dass das Pferd. Wird ja auch das Auto? Dass das fertig ist bis zum Nachmittag. Boden sauber machen. Items, also Sachen, die gekauft wurden, die nicht gekauft wurden, zurück in die Regale und das Badezimmer. Und da kommt ein Kunde. Hallo? Oh, ein Trucker. Oh, die Sachen müssen zurück. Oh mein Gott. Was eine geile Frisur, Junge. Der Fokuhila steht hier aber richtig. Das ist übrigens interessant. Falls ihr jetzt aus Deutschland kommt und euch wundert, warum geht er jetzt rein und sagt 10 Dollar auf Säule 5. Das ist in Amerika wirklich so. Also wir waren ja da und ich weiß, ich werde es bestimmt noch 20.000 Mal erwähnen, es tut mir voll leid, aber du kannst entweder zur Zapfsäule gehen, deine Kreditkarte reinstecken und dann einfach so lange tanken, wie du Bock hast, oder du gehst halt wirklich rein und sagst hier, für 100 Dollar bitte Säule 5 und wenn du nur 60, 70 Dollar brauchst, musst du nochmal reingehen und dein Wechselgeld holen. Oder es reicht nicht und du musst wieder reingehen und sagen, ja komm, gib mir nochmal für ein 20. So läuft das wirklich in Amerika. Aber 10 Dollar für Säule 5. Aber gut, das ist jetzt auch in den 90ern. Das ist da vermutlich ein bisschen günstiger gewesen. Thanks. Gern geschehen, Diggi. Danke. So, kannst du mal abhauen jetzt? Oder willst du Wechselgeld? Kann ich raus hier? Willst du noch ein Bier, Digga? Ich habe hier noch leckeres Bierchen. Wenn du das nicht süffelst, dann süffel ich das. Also, wir waren auf jeden Fall dann am Flughafen. So, wir waren zu viert. Also ich, Lisa und 2 Freundinnen. Und, warte, bist du schon fertig? Can you turn the goddamn pump on? Oh, ja. Ups, Entschuldigung. Ja, kann ich machen. Dann quatsch ich mit euch noch so ein bisschen. Also, ey, mach doch mal die scheiß Säule an jetzt, du Penner. So, auf jeden Fall waren wir dann da gestrandet und dann hat er so komische Flyer verteilt. Wo soll das B denn wieder hin? Dann hat er so komische Flyer verteilt, so von wegen, ja, ey, hier, nothing special. Hier kommt das doch hin bestimmt. Bierdisplay. Flyer verteilt mit, hier, ihr könnt euch, weil normalerweise muss die Airline, wenn sowas passiert, euch eine Option geben, dass ihr irgendwo pennen könnt. Oder dass irgendwas ist, weil die können ja nicht sagen, nö, ich flieg nix, bye. Und das war's dann im Endeffekt. Just some candy. Und dann haben die uns Flyer verteilt. So, von wegen, hier, da ist ein Hotel, das ist ein Partnerhotel, da kriegt ihr das. Und während die scheiß Flyer verteilt haben, kam, ungelogen, Gasfluid, wo ist das denn? Das muss doch hier irgendwo hinkommen. Kam eine andere an, die da auch mit am Flughafen war und sagte, ja,
Ding, ich habe da gerade angerufen, das Hotel ist jetzt schon ausgebucht. Weil klar, 52 Flüge, ne, alle sind gecancelt worden. Da hat natürlich keiner Bock drauf. So. Das Problem war auch, wir konnten ja noch nicht weg. Wo kommt denn dieses scheiß Gasfluid rein jetzt hier? Das Problem war auch, wir hatten unsere Koffer noch nicht. Und das war extrem scheiße, weil ohne Koffer konnten wir auch keinen Ersatzflug buchen, weil normalerweise muss die Airline dir auch einen Flug bezahlen, wenn du einen Ersatzflug findest. Konnten wir aber nicht, weil hatten unsere Koffer ja nicht. So. Wir also erstmal zum Gepäck. Und beim Gepäck waren wir scheiß die Wand an 6 Stunden. Da saßen Leute, die haben geweint, weil die ihre Koffer nicht gehabt haben. Manche sind gestrandet, die hatten auch einen Transitflug wie wir, konnten die Sprache nicht. Und das war wirklich absolutes Chaos. Ich kann euch da gerne mal irgendwann mehr in Ruhe zu erzählen, aber das war einfach nur absolutes Chaos. Dann um 20 Uhr kam so ein Typ von der Airline raus und meinte, ja, pass auf, gebt mir mal eure Kofferdinger. Ich guck mal, ob ich die hinten irgendwo finden kann. Und wir haben ihm die dann gegeben und der ist damit abgehauen. Nach einer halben Stunde war er immer noch nicht wieder da. Und wir haben uns dann alle voll gewundert. Und du kannst keinen Missing Luggage Report aufgeben, also dass dein Gepäck verloren gegangen ist, wenn du diese Karte nicht hast. Und er kam einfach nicht wieder. Und wir alle so, verdammte Scheiße, was machen wir denn jetzt? Und von dem Zeitpunkt, da kommen die Chips hin. Was zu dem. Wollt ihr mich. Wo könnten die Ethos-Chips nur hinkommen? Wollt ihr. Das ist nicht scheißegal, wo ich die hin tue? In dem Koffer war der Verlobungsring für Lisa. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich dann da durchgeballert bin und allen mega die Hölle heiß gemacht habe, dass ich das unbedingt haben will. So, um 21 Uhr und wenn man sich an so Sachen erinnert, dann übertreibt man die in seinem Kopf immer so ein bisschen. Aber für mich kam er auf einem weißen Ross mit Flagge gehisst und dem Schwert gezogen, reingeritten und er hatte unsere Koffer dabei. Und das war das einzig Positive an diesem Tag, dass wir die Koffer wieder hatten. So, 21 Uhr, wir hatten unsere Koffer wieder. Aber ich muss da zum Dumpster, muss ich da hinten für rum? Wir hatten unsere Koffer, aber keinen Schlafplatz. Und alle Hotels in mindestens einer Stunde Fahrzeit um die Airline rum, also um das Dingen rum, war ausgebucht. Komplett. Gab auch nichts. Gab auch keine Mitarbeiter mehr. Die einzigen Mitarbeiter, die rumgelaufen sind, haben gesagt: Boah, ja, ey, tut mir voll leid, Digga. Aber ist jetzt leider so. Ich kann das auch nicht ändern. Und Da mussten wir auf dem Flughafenboden schlafen. Wir hatten noch keinen Weiterflug. Unsere Hotels in San Francisco waren zu dem Zeitpunkt gebucht. ETC, also es war absolut grausam. Und ich erzähle euch gleich mal ein bisschen mehr. Aber wir gestrandet und haben da geschlafen. Hi, Mädchen. Ich erzähle gerade die Geschichte meines Lebens. Was kann ich für dich tun? Ah, hi. Ich kann es mir nicht verkneifen, Freunde. Du bist eher der so der ruhige Typ, ne? Normalerweise nicht, vielleicht manchmal, ich weiß es nicht. Willst du jetzt was oder nicht? Ich habe gerade die Errungenschaft Bad Customer Service bekommen. Ja, was labert die mich denn auch zu? Hi, hi. Ja, was ist denn? Normalerweise, wenn du zur Kasse kommst, machst du jetzt keinen auf Smalltalk. So, das war der zweite Customer. Wir können jetzt mit Sicherheit hinten raus und da mal gucken. Joink! Okay, die Tür ist verschlossen. Ich glaube, dass wir gegebenenfalls, das ist Extra Stock, irgendwo den Schlüssel jetzt finden, weil wir haben die anderen beiden Aufgaben ja brav wie wir sind erledigt. Die ist verschlossen, aber irgendwo wird es doch wohl den Schlüssel geben. Boah, ey, ist aber auch richtig gut gelöst, der Laden hier. Alles voll gestockt. Vorne sieht es voll geräumig aus und hinten sieht es echt aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber die Frage ist, wo ist denn jetzt der Schlüssel? Weil ich darf ja hier nicht raus. Aber das ist ja irgendwie so meine einzige Aufgabe, die ich jetzt noch über habe, oder nicht? Freunde, ne? Genau. Boden sauber machen, die Items zurücklegen und das Badezimmer sauber machen. Aber zum Badezimmer sauber muss ich ja rausgehen.
Kann ich mir selber vielleicht ein bisschen Geld mitnehmen? Ich habe aufgehört mit dem Rauchen. Ich mache nicht mehr. Salz und Pfeffer. Kann ich denn irgendwas machen? Nee, ne? Es sind fast nur Pornomagazine. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt warten müssen, bis was passiert. Yes, da kommt ein Auto. Hallo? Es geht ab. Wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen gehabt, bis auf diese kleinen Kack-Sandwiches und diese ekligen Sour Cream und Onion Brezeln, die da vertickt haben. Und wir waren dann abends noch bei McDonald's, haben dann gepennt, die Mädels haben noch einen Flug theoretisch gefunden. Wir haben zwar eine Auftragsbestätigung gekriegt, aber keine Buchungsbestätigung. Dann waren wir am nächsten Tag an dem Erlingus-Schalter und haben gesagt, hier, wir haben einen Flug. Und in der Sekunde, als wir da standen, haben wir uns den Flug storniert. Also kein Flug. Also stellen wir uns in der Schlange an. Wir hatten 13 Uhr. Erlingus hatte so einen Service-Schalter, wo man umbuchen konnte. 13 Uhr. Wann glaubt ihr, waren wir dran? Ich erzähl's euch. Ist er hier hingefahren, hat gedacht, boah, nee, der Customer Service hier ist ja so schlecht, Digga. Hier kaufe ich auf gar keinen Fall ein. Leute, das ist jetzt nicht mehr lustig. Ich will das Badezimmer sauber machen und ich bin eingesperrt in diesem Kackladen hier. Lass mich raus! Ich meine, wir könnten Power Drill Massacre nebenbei noch spielen. Ich habe keine Münze, aber bestimmt. Oh nein, Jeff, wach auf! Oh Gott, okay. Das ist echt Power Drill Massacre. Ach du Scheiß, was ist das denn hier? Ach so, das ist ein Fenster. Um 13 Uhr haben wir uns in die Schlange gestellt. Wisst ihr, wann wir dran waren? 21 Uhr. Wir standen 8 Stunden in dieser gottverdammten Schlange. Wir hatten zu dem Zeitpunkt Sonntag. Eigentlich sollten wir Samstagnacht schon... Ja, das ist schlecht, wenn ich da reinlaufe. Was soll ich machen? Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon Samstag. Wir haben nebenbei noch die ganzen Hotels angerufen. Wir hatten einen Leihwagen. Und Leihwagen werden nur für 24 Stunden gehalten. Und dann habe ich parallel mit... Da ist der Exit, aber wir brauchen einen Exit-Key dafür, ne? Ja, wir brauchen einen roten oder alle drei dafür, keine Ahnung. Dann haben die gesagt, ja, pass auf, wir haben Sonntag, ne? Also heute fliegt sowieso nichts mehr, für morgen ist sowieso alles zu. Ich kann euch am Dienstag einen Flug anbieten. Und wieso willst du uns verarschen, das ist 3 Tage später? Aber gab halt nichts anderes, wir hatten keine andere Chance. Alle anderen waren überbucht oder so schweineteuer, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Man kann ja für 300-400 Euro nach Ägypten fahren. Okay, wo ist der Ausgang? Der muss doch hier auch irgendwo sein. Und wir haben für diese vier Personen Hinflug. Oh, ich bin so tot, Junge. 3.500 hätten wir bezahlt. 3.500 Euro, die wir natürlich auch mal nicht so eben auf der Seite haben, ne? So ist ja nicht. So, da ist der Exit auf jeden Fall schon mal. Wo ist der Power Drill, Dude? Da ist das. Okay, schaffen wir. Aber hatten ja keine andere Wahl. Aber immerhin haben die uns ins wohl teuerste Hotel... Oh, da gibt es ein Leben dazu. Das nehme ich doch gerne, wenn ich da irgendwie hinkomme. Das teuerste Hotel in Irland gegeben, und zwar das Maldron. Und da muss ich sagen, Respekt, das Hotel war richtig scheiße gut. Also, haben wir echt den Popo hinterhergetragen bekommen. Wir hatten 3 warme Mahlzeiten. Und... Oh ja, ja gut, das fickt mich dann doch, muss ich sagen. Wir hatten 3 warme Mahlzeiten. Wir haben doch wirklich da krass auf Kosten von der Airline gemampft. Boah, das geht dann noch weiter hier, was? Und sind dann halt geflogen, hatten kaum gepennt, mussten dann noch 6 Stunden im Auto fahren, weil wir es in die nächste Unterkunft schaffen mussten. Was? Was? Wie bin ich denn da gerade ausgewichen? Und waren dann auch endlich in Amerika und es war ein sehr krasses Erlebnis. Ich weiß, dass die Mädels viel gefilmt haben, deswegen wird es ja vermutlich bald auf Lisas Kanal, auf Dannys Kanal, auf dem Combo-Kanal, ich weiß es nicht, ein Video geben. Bin ich auf jeden Fall der festen Überzeugung, dass das auf jeden Fall kommen wird. Und ansonsten haut einfach gerne nochmal raus. Aber das war so dieser grausame Flughafentransfer. Ich habe da auch parallel noch mit Chris und so geschrieben. Es war einfach echt... Was?
Digga, deine Haare vibrieren. Könntest du bitte, wenn du einkaufen gehst, deinen Vibrator aus dem Afro nehmen? Was kann ich für dich tun, Junge? Nein, mein Kollege arbeitet gerade hinten. No, my coworker's in the back. Das stelle ich mir ultra krass vor, wenn du als Frau so eine Einzelschicht hast und da kommt so einer und es ist bestimmt schon passiert. Was hast du für eine Laufanimation? Boah, gruselig, ey. Vor allem kannst du ihn hier noch nicht mal richtig sehen. Was ist das da oben? Hallo? Kauf etwas oder verpiss dich. Der will bestimmt sein Vibrator irgendwo hinlegen, ey. Ich sehe das doch schon kommen. Ich muss ein bisschen die Uhr im Auge behalten, weil Picknick kommt gleich vorbei. Ich weiß nicht, kennt ihr Picknick? Voll geil. Sind so Edeka-Preise, sag ich mal. Aber die liefern den Kram zu dir nach Hause. Guck dir diese Haare an, Junge. Ich habe in meinem Leben nicht so viel gefeiert, wie die Party, die Läuse in seinen Haaren gerade feiern. Holy shit. Digga, Picknick kommt in 20 Minuten. Komm jetzt. Ich hab kein Zick, Jung. Komm. Ich kann den ersten Part nicht 5 Stunden lang machen. Hi. Du hast nicht gesehen, wie ich unfreundlich war zum Customer. Und was willst du jetzt? Ja. Danke. Der ist auch ohne Auto da, ne? Der fällt mir gerade ein, ich muss den zweiten Kopfhörer mal drauf machen. So, haben wir jetzt genug Kunden gehabt. Ich würde jetzt gerne das Badezimmer mal in Ordnung bringen. Crazy, 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 crazy. Ey, ich laufe einfach so oft hier hinten rein, einfach weil ich hoffe, dass diese scheiß Backdoor endlich mal aufgeht. Ich meine, ich würde ja gerne meine Pflichten erfüllen, aber dann spielen wir halt noch ein bisschen Power Drill Massacre. Ich kann das ja nicht ändern. Alright. Die haben einen Automaten noch nur dahin gemacht, um ein bisschen so die Zeit zu überbrücken. So. Dann gucken wir mal, ob wir es weiter schaffen als Attic, weil 2 Leben ist halt auch voll der Bullshit, ne? Außer hier gibt es irgendwo. Es gibt doch hier bestimmt so ein Secret End oder so, dass ich hier rauslaufen kann und. No way, dude! Oh mein Gott! Legit, ich wusste das nicht. Ich schwöre auf alles. Oh mein Gott! Dann spielen wir mal Power Drill Massacre durch. Also ich hoffe, dass ich das 90 Leben schaffe. Ansonsten, oder 30, wie viel auch immer das ist. Aber ansonsten wird es echt peinlich. Oh mein Gott, dude. Eiskalt. Ich, ganz ehrlich, ich dachte mir nur so, boah, das sieht voll aus wie bei FNAF. Vielleicht kann ich out of bounds laufen, weil das haben wir ja vorhin mal gemacht. Aber ich dachte nicht, dass mir das Leben gibt oder so. So, da ist der Exit. Factory Room 2. Wir spielen jetzt durch. Wenn der Customer kommt, muss er warten. Ich hab nur den Run meines Lebens. 1. Wenn er mich tötet, soll er mich töten. Oh nein, Blut. Was? Was willst du tun? Außer mich, ja, töten ist auf jeden Fall eine Option. Da ist der Schlusel. Ich glaube, das war's jetzt hier, ne? Müssen wir einmal runter. Ah, oh, fuck. Schaff ich. Warum ist der auch immer so lang? Oh, man kann dem echt entkommen. Okay. Oh. Muss noch weiter. Ich muss noch tief genug laufen. Verstehe. Ja, gut. Ja. Freunde, was soll ich dagegen machen? Ist das 37 oder ist das 97? Oder kriege ich mehr Leben dazu gerade? Ich will doch einfach mal das Ende zeigen. Okay, hier ist nichts. Vielleicht kriege ich ja jetzt irgendwas Besonderes dafür, wenn der jetzt nicht mal wieder direkt in meinem Gesicht auftaucht.
Da ist auf jeden Fall schon mal der rote Schlüssel. Oh, das ist der Ausgang. Ah, das ist ja gemütlich. So, Eddick, Freunde. Ich meine, theoretisch können wir gar nicht verlieren, aber ich muss irgendwie eine Spannung hier aufbauen. So. Das Problem ist nur, wenn du die Map nicht kennst. Ich bin im Exit. Du hast keine Chance, mich zu kriegen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir in einer Pattsituation sind. Von daher töte mich einfach. Ich habe es ja, mein Freund. So. Jetzt einmal hier hoch. Factory ROM 3. Ich habe damals zu seiner Zeit Power Drill Massacre nie durchgespielt, aber ich hoffe, dass ihr diesen Run jetzt als die Redemption davon anseht, die sie ist. So, da ist auf jeden Fall schon mal ein Schlüssel, der wird aber zu sein, denke ich. Denn wir müssen sehr wahrscheinlich unten rum dafür. So, ja. Da ist der Exit. Boah, die Spannung. Spannung steigt! Oh, lauf! Ich will zumindest irgendwas machen, bevor ich jetzt hier wieder haltlos sterbe. So viel dazu. Aber immerhin haben wir die Räume aufgedeckt. Weil dieses blind reinlaufen ist halt das, was mich immer tötet. So, da ist auf jeden Fall schon. Wir haben echt 95. Ich glaube, das sind 95. Wenn du mich jetzt mal fragst. Digga, ich habe keine Zeit für deine Spielränzchen hier. Wir gehen jetzt hier lang. So, dann kann ich zumindest schon mal den Schlüssel noch holen. Hat aber eine gute Follower-AI, muss ich sagen. Jetzt gleich, wenn wir ein Leben von unten sehen. Wir haben zwei Schlüssel. Wir brauchen jetzt nur noch den roten. Der wird da unten vermutlich irgendwo rumdümpeln. Aber der Killer wird sehr wahrscheinlich einen Cooldown haben. Sagte ich, und er hatte keinen Cooldown. Oh. Oh. Oh, das ist schlecht. Aber das kriege ich hin, glaube ich, hier. Niam. Bye. Da ist der Schlüssel. Das müssen wir jetzt schaffen. Ja, das müssen wir schaffen. Komm mal dahin. Komm mal dahin, dahin. So schwer ist es jetzt. Okay, auch nicht. Ach, der kann eben aus diesem Blauen da raus. Könntest du mal aufhören jetzt? Das ist ein bisschen unfair. Oh Gott. Hauptsache, in der ganzen Zeit ist noch kein Kunde gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gespannt. Aktuell haben wir noch nicht viel von Stay Out of the House, aber ich glaube, dass das der Prolog gewesen ist, den wir gerade spielen. Also von daher stayen wir aus dem Haus das letzte Mal einfach raus. So. Und wir können mit Stolz sagen, dass wir Power Drill Massacre durchgespielt haben. Komm, er taucht doch eh jetzt auf. Lüg mich doch nicht an. So, da ist Schlüssel Nummer 1. Da ist Schlüssel Nummer 2. Die Wand ist eh zu, ja. Und hier oben ist Schlüssel Nummer 3. Es ist verdächtig ruhig, Freunde. Wie lang... jetzt mal ohne Scheiß. Wie willst du das denn bitte in drei Leben schaffen, so? Das ist ja nun mal richtig kacke. Ich hoffe übrigens nicht, dass ich, das Picknick früher kommt. Ich weiß, ich laber da voll drüber, aber ich, ja, extra Leben. Ich hab das die ganze Zeit nebenbei noch im Auge. Mein Gott, wie hart kann man denn... so? Mein Gott. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie soll denn ein normaler Mensch das schaffen? Da ist auf jeden Fall schon mal der Exit. Nichtsdestoweniger trotz. Da ist schon mal ein Schlüssel. Ist okay, wir haben einen Schlüssel, wir haben 94 Leben, das kriegen wir hin. So, was ist denn jetzt hier oben? Ja, na klar, tunnel mich doch einfach. Egal, Schlüssel Nummer 2. Ja, ist echt 93. 90 Leben sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir ein bisschen was von dem Spiel zeigen können. Alter. Alter. Das ist eine unfaire Labyrinth-Scheiße hier. So, der taucht doch jetzt gleich wieder auf. Lüg mich doch nicht an. Wo ist der gelbe Schlüssel? Was ist das denn hier? Jetzt mal ohne Flachs. Das ist unmöglich. Okay, das ist also Dead End hier. Verstehe. Ich meine, ich finde es cool, dass er aus dem Blauen auftaucht. Dann sehe ich zumindest, wenn ich weiß, von wo er kommt. Wow. Was soll das denn hier sein? Was ist das hier? So. Das heißt, oben haben wir alles geholt, was zu holen gibt. Alles andere da oben ist ein Dead End. Wir gehen jetzt mal hier rechts hoch. Ich dachte, das was zum Verstecken ist oder so, aber das ist es ja nicht.
meine, ich finde es schön, dass er es mit den Extra-Leben reingebracht hat, sonst hätte ich gar keine Chance. So, da müssen wir auf jeden Fall lang. Ich bin kein Fan von neuen Geräuschen, Freunde. Aber ein Extra-Leben geht immer fit. Ich glaube, das ist auch extra dafür gemacht, weil die hier einfach echt hart unfair sind zu dir. Wie unfair! Wie fucking unfair. Egal, wir kommen jetzt hier raus. Aus dem Sugar-Tunnel. Es ist bisher immer noch kein neuer Custom aufgetaucht. Ich habe das Gefühl, ich verpasse einen Jumpscare, aber ich habe keine Zeit dafür. Runter musste ich, glaube ich, ne? Hoch war... Nee, ich muss so hoch. Tatsache. Aber da hinten... Mein Gott, Junge! Mach doch nicht diesen jetzt hier! Ich muss doch nur irgendwie den Weg zum Exit finden. Ich habe meine drei Schlüssel. Und so langsam fällt mir nichts mehr ein, was ich jetzt so kommentieren soll. Kann man da runter? Sollte man sogar. Jetzt bitte nicht, Digga. Ich habe gerade den scheiß langen Weg gefunden. Tu mir das jetzt nicht an. Ich muss es nur da irgendwie hinschaffen. Yes. Nein, wieso Killers leer? Oh, es ist immerhin nur einer. Aber der taucht vermutlich die ganze Zeit jetzt auf. Dankeschön, Dankeschön. Hilfe. Okay, wir haben immerhin schon mal zwei Schlüssel. Da bin ich sehr froh drum. Boah, der holt aber gut auf gerade. Ist das die Mordwaffe, die da liegt? Oh, wir haben alle drei Schlüssel. Ey! Seit wann kannst du durch Wände gehen, du Penner? Spawnen wir ihn halt da. Tschüss. Wir werden dieses Kackspiel durchspielen. Oh Gott, jetzt muss ich echt vor dem abhauen da, ne? Gut, dass wir so viele Leben haben! Wieso verschwindet das denn? Kann ich mit den Pfeiltasten arbeiten? Natürlich nicht. Okay, das heißt, ich kann mich noch nicht mal... Mein Gott. Kann ich dir entgegenlaufen? Nee. Du kannst mir doch jetzt nicht die Chance nehmen, Power Drill Massacre durchgespielt zu haben. Boah, du musst echt perfekt wissen, ey. Da links, runter, rechts, runter, hoch. Wenn die Map wenigstens bleiben würde. Ihr könnt euch nicht... Du musst die Map echt perfekt spielen dafür. Darfst nirgendwo zu lange... Nee, 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 fick dich halt einfach. Fick dich. Selbst mit unendlichen Leben. Es ist unmöglich. Du musst nämlich perfekt spielen. Wenn du irgendwo auch nur gegen eine Wand drückst, hast du einfach keine Chance. Das heißt, du musst einfach das Überbrain des Jahrtausends sein. Ich versuche jetzt einmal den Schlüssel zu kriegen, aber... Darf ich vielleicht ab hier starten? Noch nicht mal das gönnt, vergesst es. Nein, 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 nein. Er wird jetzt auf ewig gequält, lass ihn doch in... Ah, stirb halt. So, was können wir denn jetzt noch machen, Freunde? Entschuldigung? Hurra, wir können endlich das Badezimmer machen! Schön mal die Tür zu machen, so. Kann ich gleich reinlaufen, so. Wieso haben wir eine Stamina-Anzeige? Wieso gab es eigentlich eine Schwierigkeitsauswahl? Hi! Meine Schicht ist doch bestimmt schon vorbei, oder nicht? Kann ich jetzt eigentlich auch hier reinlaufen? Ja, ich wollte schon sagen. Ich will doch nicht lieber den endlichen Leben gemacht. So, Männertoilette. Frauentoilette. Hi.
Wie dieses Spiel mich emotional einfach fertig macht gerade. Das ist Wahnsinn. Toilette, nichts Besonderes. So, Männertoilette. So viel zu Schlüssel. Ah, ich sollte... Warte mal, sollte ich hier auch sauber machen? Nee, finished sweeping. Ha. Huh. Mach doch mal auf jetzt hier. Was passiert? Ich wollte doch nur im Badezimmer gucken, ist das denn so viel verlangt? Habe ich es jetzt geschafft? Weil ich habe... Bist du endlich wach? Du schläfst schon für den ganzen Trip. Oder für den meisten Zeit des Trips. Du weißt, ich hasse Roadtrips. Ja, das ist okay. Schlaf so lange du willst. Ich werde aber bald mal für eine Badezimmerpause anhalten. Das ist für ein komisches Radio, was die da hören, ey. Holy shit. Mach doch mal das Radio lauter! I'm going to pee. I'll be back. Ich geh mal pinkeln, ich bin gleich wieder da! Geiler Motion Blur Filter. Bring mir Currywurst! Okay. Was passiert jetzt? Also wir haben die Nachtschicht geschafft. Ich weiß nicht, was es hiermit zu tun hat. Vielleicht sind wir Roxanne in der Nachtschicht gewesen. Oh, wie lange war ich jetzt am Schlafen? Brandon? Wie kommt's, dass er noch nicht wieder da ist? Ich kann nicht fahren. Brandon hat die Schlüssel. Dann steigen wir mal aus. Boah, das ist aber wirklich gruselig in so Raststätten und so. Ich weiß nur, als ich zu Chris gefahren bin, wenn ich zu Chris fahre, fahre ich meistens 4,5 Stunden mit dem Auto. Und ich fahre meistens nachts, weil ich es liebe, nachts zu fahren. Aber wenn du von 23 Uhr bis ungefähr 3.30 Uhr unterwegs bist und nachts mal halten musst an so einer Raststelle, dann ist das schon echt hart. Ich habe es bestimmt schon mal erzählt, aber ich war da auf Toilette. Das war auch wieder so, das war so ein Outhouse, also wirklich so ein kleiner Metallkasten oder so. Und ich war auf der Toilette und irgendwas ist da einfach gegengeknallt, ein Ast oder so, ich weiß es nicht. Aber der Parkplatz, die Raststätte war stockduster, da war keine Sonne, auf einmal knallt irgendwas gegen das Ding. Und ich bin wie ein Mädchen zum Auto so, oh, jetzt sollen wir wieder schnell zurück, ne? So, darf ich bei den Männern rein? Hallo? Ich weiß, dürfte ja nicht, ja, so ungefähr sieht das echt aus. Ja, okay, er ist nicht hier. Was ist das denn hier für ein Hinterhof? Okay. Ich weiß, dass da lag was. Ich will aber gerade mal ganz kurz gucken, ob das bei den Damen auch der Fall ist. Scheint so zu sein. Ihr Schweine! Ihr habt CRT wieder angemacht. Nicht mit mir. So nicht. Auf die Scheiße habe ich gar keinen Bock. So, ansonsten liegt hier aber nichts. Und vorne ist ja, denke ich, wieder der normale Ausgang, ne? Ja, okay, dann gehen wir mal hinter. Wo auch immer Brandon ist. Hauptsache, niemand hat dieses Auto abgeschlossen bisher. Weil er hat die Schlüssel, wir können es ja nicht abschließen. Aber gucken wir doch mal, liegt da sein Führerschein oder so vielleicht? Mädchen, du könntest so viel besser. Es ist mir egal, wie du aussiehst.
Aber guck dir diese Kombi an, oder ist er der Erste, der bei der Nachtschicht tanken war für einen Zehner mit dem LKW, mit dem ihr nicht gefahren seid? Brenton A. Wright, Oklahoma. Okay. Das heißt, sein Führerschein liegt hier. Ist er entführt worden? Die machen es aber auch interessant mit diesem ganzen Ambient-Geräusche sind gar nicht da. So auf eine Art und Weise. Ich muss mal gerade ganz kurz schauen. Motion Blur habe ich aufgestellt, weil das geht einfach nicht anders. Und der Rest alles auf 80. Das passt. Das passt von der Lautstärke her. Ich will euch auch nicht sich die Ohren wegblasen, nur damit es mich erschreckt. Wisst ihr, was ich meine? Ist das ein Koffer, der da liegt? Scheint, hätte niemand verloren. Das sieht mir voll aus wie so eine Metallfirma hier. Sind wir jetzt im Resi 8 Schauplatz? Ich dachte bei Stay Out of the House nicht an so eine Metallfabrik hier. Zu Beginn des Monats werden alle Arbeiten hier eingestellt. Einfach weil wir zu wenige Geschäfte gemacht haben, konnten die Besitzer die Mühle nicht offen und am Laufen halten. Also mussten wir es dem Staat verkaufen und entweder benutzen die das Gebäude für was anderes oder sie zerstören es. Der Besitzer von all dem hier hat auch Magenkrebs. Wegen der Bestrahlung, die anscheinend hier machen. Er und seine Frau ziehen nach Cedarville und in der Hoffnung, dass sie da ein besseres Behandlungscenter näher in der City haben. Er sendet seine größten Entschuldigungen an alle Mitarbeiter, die Zeit und Einsatz in die Verbesserung der Firma gesteckt haben. In der letzten Woche der Produktion könnt ihr eure ganzen Sachen mitnehmen. Ansonsten werden sie weggeworfen, wenn das hier als baufällig oder als nicht betretbar gemacht wurde. Dankeschön. Okay. Das ist doch hundertprozentig so eine Massakrierhalle jetzt, wenn das leer steht und Serienmörder wissen das und der Staat hat es gekauft, aber interessiert halt einfach keinen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass hier einfach keine Sau reinschaut. Ist das der Truck? Oder ist Brandon der Mörder und fährt normalerweise Trucks und wir haben den in der Nachtschicht gesehen als Brandon mit so einem Lieferwagen, weil das Modell war das ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es darauf schieben kann, dass das Modell einfach reused wurde, also nochmal neu benutzt wurde, oder ob das wirklich Brandon war, der nachts für einen Zehner getankt hat und einen dieser LKWs fährt, weil er hier irgendwelche Leichenteile durch die Gegend feuert. Oh, hi. Oh mein Gott, du bist ja ein Süßer. Hallo. Na, wie geht's dir? Ich streiche meine Hunde auch immer so. Bist du verloren? Also hast du dich verlaufen? Ja, ich mich auch. Hallo. Hallo. Süßer Hund. Folgst du mir jetzt? Wenn dir irgendwas mit dem Hund macht. Was bist du denn? Hat ein Kind das hier hingeworfen? Ein Teddybär. Ist egal. Ich habe Dogmeat dabei und wir beide düsen jetzt erstmal hier durch die Gegend. Was ist das denn hier? Eine Brille. Verlorene und kaputte Brille. Komm mit, Dogmeat, wir erkunden die Gegend. Ich und mein Hund und ihr seid dabei, während wir hier im Freien rumlaufen. Ha. Oh, eine Kiste. Oh, das ist noch so eine. Oh Gott. Wieso hat jemand sein Gepäck hier hingeworfen? Dogmeat, was zum Teufel ist hier los? Sehe ich genauso. Dein shitten Auto. Oh, ich kann sogar springen. Da hinten ist auf jeden Fall eine Kirche. Da geht's auf jeden Fall ins Maisfeld. Was machst du da unten im Auto? Gehst du bitte aus dem Motorraum raus, Kleiner?
Okay, aber ich denke, dass wir es hierbei jetzt mal belassen, auch weil in genau einer Minute Picknick kommt. Aber ich habe mega Bock da drauf mit euch. Die ganze Sache mit der Night Shift war relativ interessant, weil das mal wieder so ein typischer Puppet-Combo. Es passiert erstmal 15 Jahre nichts, bevor da voll der Jumpscare kommt. Kam. Ich werde auf jeden Fall das Spiel das nächste Mal ein bisschen lauter machen, glaube ich. Aber für euch in der Audiomische passe ich es eh immer an. Ist auf jeden Fall mega interessant. Und ich freue mich drauf, weil wir bisher, ich glaube, der Prolog, dieses The Night Shift, gab es mal separat, meine ich. Aber dieses State of the House, was wir jetzt spielen, ist halt komplett neu. Und da freue ich mich drauf, das im nächsten Part mit euch zu machen. Ich möchte jetzt wirklich nichts versprechen. Gerade auch, weil wir super viel um die Ohren haben mit Hochzeitsvorbereitung etc. Aber ich gucke, dass ich es Freitag oder Samstag rausgeschossen bekomme. Ich will auf jeden Fall diese Woche noch ein Video hochladen, wenn es am Sonntag ist. Aber ich will auf jeden Fall das Projekt hier mit euch vor Halloween komplett durchziehen. Und wir haben jetzt ein Viertel durch. Wir ziehen es auf jeden Fall durch. Ich habe Alice nicht vergessen und so. Ich habe einfach Motivation. Und ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne erzählen würde. Aber das machen wir in den nächsten Episoden. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und dass ihr dabei seid. Und freue mich drauf, wieder mit euch ein bisschen was zu zocken. Freut euch auf ein fantastisches Halloween, was Chris zum Beispiel mit dem Livestream macht. Oder ich hoffe, dass ihr irgendwas Halloween-mäßiges plant oder so, weil sowas ist immer mega cool. Und ich versuche auch mit zwei, drei Videos noch ein bisschen mehr Halloween-Stimmung zu machen. Und haut da rein. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und ich freue mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao!